Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Factorio. Weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Labor. So. Also wir haben jetzt letztes Mal ja unsere Kunststoffproduktion und die roten etwas erhöht. Grün brauchen wir auf gar keinen Fall erhöhen, ne? Grün ist wirklich so eine Schlaftablettenproduktion. Ja, ich weiß, wir werden jetzt viel weniger Raketen abschicken können. Ich kann es nicht ändern, weil, ich war jetzt auch gerade am Überlegen, ob man nicht beigeht und man sagt, okay, wir produzieren hiervon noch ein bisschen mehr. Aber jetzt mal ohne Flachs, Leute, wie soll ich denn jetzt hier noch eine Produktionsstätte hinsetzen? Es ist einfach ein Megaproblem. Wir haben verdammt wenig Platz. Okay, der ist von da. Den gelben müssten wir dann da anschließen und Plutonium könnten wir dann auch hier anschließen. Ja gut, also dann bräuchten wir nochmal eine Ölraffinerie. Ziegelsteine. Wir haben auch keine Ölraffinerie, ne? Können wir eine anfordern? Eine. Weil haben wir nämlich eine im Lager. Ja, woher soll ich es wissen? Ich nehme mich jetzt einfach hier mal hin und warten mal ganz kurzen Augenblick. Vielleicht haben wir nämlich eine im Lager. Sehr wunderbar. Aber anscheinend haben wir keine mehr im Lager. Weil sonst wäre die nämlich schon längst da, denke ich. Okay, wir haben wirklich keine im Lager. Dann müssen wir uns eine herstellen. Wir brauchen Ziegelsteine. Damit Time ist... Nee, da nicht. Dann ist das hier. Ziegel. Wir sehen schon, dass wir extrem sehr, sehr viele Roboter über haben, wenn die Forschung nicht läuft, ne? Also eine Forschung... ist wirklich extremer Unterschied, wenn die arbeitet oder nicht arbeitet, ne? Also das ist wirklich schon hardcore, Leute. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. So, weiter geht's. Die Ölraffinerie haben wir. Und dann nehmen wir die natürlich... wir hier hin. Wir müssen dann einstellen auf doppelt. Ja, das ist richtig, ne? Mal ganz kurz, ich muss das noch mal ganz kurz angucken, hier. Ja, wir könnten die natürlich auch auf 30, 30, 40 laufen lassen. Dann haben wir wieder weniger Rot und weniger Plutonium. Wir brauchen ja Plutonium, also ist das hier richtig. Gut. Die müssen wir drehen. Also das würde bedeuten Öl. Blub, 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 blub. Nein. Ich hätte gern den. Den hier weg. So. Den hier ran. Blub. Dann benötigen wir den. Daran. Wie kriege ich denn hier den Wasser weg? Lass mir trotzdem da den Durchgang. Okay, Wasser haben wir. Wir sind da auch rein. Ja, gut, 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 gut. Okay, okay, okay. Also dann müssen wir den hier unterbrechen. Und den hier da anschließen. Könnten wir diesen hier. Dahin. Gelb müssen wir da anschließen. Bis da. Ein hier hin. Wieso? Wie bei Mathe? Ein im Sinn. Dahin. Ja, Petroleum. Petroleum muss ich jetzt versuchen, dass er wirklich... Jetzt sogar, ne? Aber wir müssen jetzt da so ein...
kleinen Kreis in dem Sinne bauen, aber das ist ja egal. So, jetzt könnten wir eigentlich die Maschine umgeben. Noch eine Maschine mehr. Wo läuft eigentlich Rot hin? Hier hin. Ist ja nichts drin, ne? Ist ja wirklich lächerlich, ne? Ich lasse jetzt einfach die zwei laufen. Und wisst ihr warum? Ich brauche sowieso nicht so viel Grün unten. Ganz einfach. Hier ist nichts drin. Kann weg. Petroleum geht wirklich extrem gerade im Keller, aber wirklich extrem. Ich hoffe, dass wir das wieder aufgefangen bekommen. Ich will eigentlich unten mein Gebiet weitermachen, ne? Aber es wird gerade irgendwie gar nichts davon. Weil Grün ist sowieso so viel einfach, das benötigen wir eh nicht. 50. Der Druck geht hier echt extrem zurück, ne? Aber ihr seht, die erste Kiste ist voll. Komplett. Zweite Kiste ist auch schon die ersten zwei Reihen voll. Danach muss nur noch die. Hier ist genau das gleiche. Ne, hier ist noch nicht das gleiche Problem. Also die drei werden auf jeden Fall komplett durchlaufen. Die vierte wird ein Lückenfüller sein in dem Sinne. Ist okay, ne? Also, ich will mich jetzt hier absolut nicht beschweren. So. Ja, Rakete ist in dem Sinne erstmal völlig Rille. Leute, wirklich absolut Rille. Hier haben wir die 200 schon drin. Hier haben wir in dem Sinne ja auch schon fast gar nichts mehr übrig. Also, das ist ja auch schon ziemlich hardcore, ne? Wird immer noch fleißig geballert nebenbei. Warum habe ich hier eigentlich so viele hingestellt? Hm? Eine reicht doch eigentlich. Egal. Gut. Ich hoffe, dass das jetzt alles wieder passt, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe Paare, dass mir das Holz bald ausgehen wird. Ne? Also nur mal so zur Info. Weil dann haben wir nämlich ein richtiges Problem. Weil hier bräuchten wir eigentlich Grün für. Aber wann habe ich das letzte Mal diese Dinger hergestellt? Ich gebe ja höchstens blaue Bänder wieder zurück, statt dass ich welche baue. Also, ja. Wir können jetzt aber mal... Jetzt sind wir bei 4000. Also eigentlich, was haben wir denn noch da in der Kiste? 100. Schade. Kriegen wir keinen durch. 1000. Geschütztürme Schaden brauchen wir erstmal überhaupt gar nicht. Kampfroboter Schaden brauchen wir eigentlich auch nicht. Das Ding brauchen wir eigentlich... Ja, die Reichweite ist schon nicht schlecht, ne? Aber müssen wir das? Aber Begleitroboteranzahl ist mir eigentlich auch egal. Arbeitsrobotergeschwindigkeit. Das ist eigentlich schon ziemlich das Geilste, wenn ich ganz ehrlich bin. Busgeschwindigkeit ist eigentlich total unwichtig. Das kostet jetzt schon 10.000. Hallo? Artillerie, Reichweite, komm. Hau den mal raus. Ja. Shit, mir egal. Hier, die sind da sogar drinnen mit Kilowatt. Ja, die drei Lampen, die wir da hingesetzt haben, die brauchen 15 Kilowatt. What the fuck? Alter, die 7 Geräte brauchen 3,5 Megawatt. Das ist heftig. 20 Chemiefabriken brauchen 8,7 Megawatt. What the fuck? Aber 400 Lichtbogenöfen, 105 Megawatt. Scheiße.
Hier sieht aber eigentlich alles ziemlich gut aus. Wir müssen ja gleich hier unten, die Leute, die letzten Folgen vielleicht nicht geguckt haben, hier müssen wir, werden wir weiterbauen. Wir wollen bis dahin dann hier hoch das Gebiet mitnehmen. Vielleicht dann wirklich bis dahin so. Das soll unser komplett neues Gebiet werden, was absolut nicht ohne wird. Also, ja. Hier unten mit den Zahnrädern ist wirklich tote Hose, ne? Warum haben wir die eigentlich mal gebaut? Wir hatten mal solche Probleme mit Zahnrädern, aber so richtige Probleme. Ja. Und jetzt haben wir hier sogar noch die ganzen Teile, aber die werden überhaupt nicht genutzt mehr. Dinger hier, die benutzen das, aber der Rest, nein, gar nicht. Weil die ganzen Zahnräder, die wir uns holen, zumindest ist das so mein Gedanke, den ich habe, holen wir uns wirklich von hier. Was aber in meinen Augen eigentlich gar keinen Sinn macht, weil der Weg ja viel weiter ist. Brauchen wir so wenig Zahnräder für die ganzen Produktionsstätten? Ja gut, hier bräuchten wir in dem Sinne Zahnräder, aber wenn ich das jetzt anmache, wir würden das jetzt mal so machen. Siehst du, er holt die Zahnräder von oben. Gut. Also er würde wirklich, also es kommt immer darauf an, was wir wirklich produzieren. Das würde er wirklich von oben holen. Warum sind hier eigentlich so wenige drin? Können wir eigentlich auch mal durchlaufen lassen. Ja, die brauchen wir auch nicht mehr so viele von. Die sind teuer, ne? Und davon können wir eigentlich auch mal ein paar mehr herstellen. So. Doch, hier haben wir die wirklich gebaut, die Dinger. Okay, da braucht man nämlich dann die normalen für. Okay, okay, okay. Sehr schön. Gut zu wissen. Ist aber die Zahnräder kommen von unten. What the fuck, kein Stahl. Hallo, bring hier mal richtig Stahl hin, hallo. Tut mal was. 300 angefordert. What the fuck? Es gibt genug Stahl, sonst fliegt nach ganz unten. Du musst wirklich mehr anfordern, Leute, wenn ihr wirklich damit richtig Dampf machen wollt mit der Automatisierung, dann müsst ihr mehr anfordern, weil mehr anfordern, jetzt hat er die Hälfte. Ja, also das System ist wirklich so ein bisschen banal in meinen Augen, ja. Wo er eigentlich nur nach unten fliegen müsste, kann hier riesen Stapel wegnehmen. Also das ist auch, ja, nee, ist klar, Mutti. Aber wir schaffen es gerade nicht, rote im Voraus zu bekommen. Der einen Seite ja, da füllt es sich langsam, aber es liegt nicht an meinem Kunststoff. Weil Kunststoff, gehen wir gucken. Hier nichts gerade, da auch nichts gerade. Hier schön viel, da auch schön viel. Hier schön viel. Ja? Petroleum. Petroleum. Petroleumproblem. Jetzt 10.000. Eieieiei. Leute, das wird eng. Das wird richtig, richtig eng und das ist jetzt kein Flachs. Wir holen Petroleum aus Gelb. Und so wie es aussieht, ist Gelb gleich Fujikato. Trotz dass alles steht. Ja. Das ist gerade nicht schön, Leute. Das ist jetzt echt. Die Dinger arbeiten durchgehend. Die hören nicht mal auf. Also hier gibt es wirklich absolut keine Probleme. Das Rohr ist nicht gefüllt. Also das ist auch nicht das Problem. Hier gibt es auch keine Probleme.
Nein, also das Rohr hier ist nicht gefüllt, sodass es irgendwelche Probleme gibt mit Stocken oder irgendwas. Ja, und hier schicken wir ja Gelb rein. Und aus Gelb macht dann etwas schneller. Okay. Ja, dann bleibt mir nur noch eine Möglichkeit, um vielleicht... Das ist blöd, ne? Ich sollte diese hier verkürzen, dann könnte ich 3 Stück beschleunigen. Muss ich überhaupt diesen Schlauch da dran haben? Nö. Nö. Dann gehen wir doch einfach bei, setzen den hier rein. Dann haben wir dreimal schneller. Ja. Alles gut. Hier oben geht ganz schön was reingepumpt, aber es gibt auch keinen Stau oder sowas. 15, 14k, also... Ja, Leute, also das ist gerade wirklich so ein kleines Problemchen, was wir wirklich haben. Rot kommt gar nicht in die Gänge. Aus Grün kann ich auch keine Festbrennstoffe machen, so wie ich das in Erinnerung hatte. Ja. Wenn ich hier draus Festbrennstoffe machen könnte, das wäre... Hier haben wir auf jeden Fall genug. Das läuft auch durchgehend. Ja, also die Kohle hier wird auf jeden Fall schnell schwinden jetzt in der nächsten Zeit. Warum liegt denn hier überall Metall auf dem Boden? What the fuck? Der hier arbeitet gar nicht. Warum? Es kommt kein Eisen mehr an. What the fuck, Alter? Es kommt zu wenig Eisen. Hier sind schon überall Lücken. Nein! Scheiße, die habe ich total vergessen, Leute. Leer. Och, Mann. Ey Gott, du machst mich schwach. Ja Leute, also wir haben hier wirklich technische Probleme kommen hier so langsam oder Mineralienprobleme kommen jetzt hier so langsam auf. Ich will mich nach unten hin vergrößern, was glaube ich totaler Bullshit ist, weil ich habe hier erstmal extreme Probleme, wenn man das jetzt mal ganz ehrlich sagen darf. Hier ist noch Eisen. Leer. Auch leer. Und das war's, Leute. Wir haben hier fast... Hier ist noch viel, aber... Es reicht nicht für da unten. Fuck. Hä? Der hat gar keinen Strom. Hallo? Ja. Wo bist du denn weg? War immer da oben wieder Strom an. Ja, Leute, okay. Das hier haben wir sonst als Lückenfüller genommen, aber das reicht nicht mal mehr als Lückenfüller. Weil die andere Seite genau voll ist, aber die andere nicht. Wie sieht das aus, wenn wir dadurch mehr Lücken... Warum ist das hier? What the fuck? Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Hier unten ist auch nichts mehr. Das ist ja unsere Solaranlage mal gewesen, da unten. Genau wie das gleiche wie hier. Warum habe ich das gemacht? Das macht gar keinen Sinn.
Lass es doch einfach. Gerade da runterlaufen. Ich glaube, das macht mehr Sinn als alles andere. Ja, aber es kommt nicht bis unten hin. Also wir brauchen hier auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen, Leute. Wir brauchen Eisen nach oben. Kann man hier vielleicht noch was abspeisen? Ah, das wird schwer, ne? Dass man die Hälfte des Weges nochmal auffüllt. Und ich hier mal so einen Spreizer hinbauen, Leute. Na komm. Jetzt reicht's mir. What the fuck, ey. Aber vielleicht kriege ich dann ja doch voll die Reihe. Wir müssen ja jetzt erstmal arbeiten. Aber es sieht nicht so aus, Leute. Wirklich nicht. Ich meine, das hat's gebracht. What the fuck, Mann. Ich weiß, dass diese Wege hier zu lang waren. Ja, das wissen wir ja. Aber dass wir es nicht mal anders aufgefangen bekommen. Also das ist schon hart. Also ja. Okay, Leute. Ja, wir schicken dann mal wieder Standard dahin. Ich meine, hier ist volle Action und es geht mir das Eisen aus. Also ich muss Eisen hier drüben hinbekommen. Aber wo soll ich noch Eisen wegholen? Ja, also Eisenbahn haben wir ja hier schon liegen. Aber wo die natürlich ständig steht. Man könnte hier eine Eisenbahn hinbringen. Aber jetzt sagen wir mal, okay. Wow. 271.000 lohnt sich überhaupt gar nicht. Da unten hätten wir Eisenvorkommen, noch 1,6 Millionen. Rentiert sich nicht. 5,8 Millionen wird sich rentieren. Weg. Ja. Weil wir müssten von hier hierher. Ist okay, könnte man machen. 2,6 Millionen. Also müssen uns zuerst in meinen Augen um Eisen kümmern. Und das zwar hier. Weil das da oben ist auch nicht mehr viel, ne? Wir haben jetzt da oben, sage und schreibe noch, 1,1. Bis ich dann da hinten bin, wo wir eigentlich erst in die andere Richtung wollten, ja, werden wir ein Problem bekommen. Gut, ich würde sagen, Leute, darum kümmere ich mich bei den nächsten Mal. Ich hoffe, dass wir dann weitersehen werden. Ja, ich sage damit vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, euer Glabur. Bis denne, tschüss.